Zeig. Sollen wir zurückschauen? Wir schauen einfach mal. Verdammt! Geil! So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich doch weiter mit der nächsten Folge von Layers of Fear. Ja, die letzte Folge war sehr interessant, sehr gruselig, ehrlich. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, dass da jetzt gleich wieder was passiert, weil ich bin gerade voll geil auf diese Horror-Effekte. Da kriege ich echt einen. Nee, das sage ich jetzt nicht laut. Okay, wir müssen wieder so einen kleinen PT-Verschnitt nachmachen. Sehr schön. Ja, Ventilator, dreh dich. Ja, Lichtgitter. Darf ich das bitte lesen? Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Okay. Was ist das? Der Teufel, eine Ziege. Sich im Kreis drehen. Okay, dann machen wir das mal, ne? Juhu. What? Erinnerung. Going in circles. Es ist Zeit. Zeit for what? Okay. Alle Türen führen nach Rom. Ja, genau, schreibt mir ein SMS. Motherfuckers. Was machen die da? Die bringen jemanden um. Das ist sicher der Exorzismus. Genau. Geh weg, du Stuhl. Make up your mind, entscheide dich. Für was soll ich mich entscheiden? Für die dunkle Seite der Macht oder was? Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse. 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinen Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Schön. Ja, das wünscht man jedem. Das ist dann, ja. Das ist ja mal richtig süß.
Hoffentlich fressen uns die Ratten im Schlaf. Hi! Ciao! Ah. Okay, ich hätte wohl zu der Tussi gehen sollen, wäre vielleicht... Nein! Du verdammte Scheißratte! Du willst mich im Schlaf fressen, gib's zu! Raus da! Ja, öffne die verdammte Tür! Na du, süßes... Okay. Die will uns eigentlich fressen, oder? Ich trete auf dich drauf, du kleine Scheiß... Nein. Kleine Scheißrat. Hallo. Kann ich da mal durch? Entschuldigung, danke. Das war nur ein Brett. Keine Sorge, meine Freunde. Das war nur ein beschissenes Brett. Was will die Ratte? Komm, ich erwisch dich an einem Schwanz. Okay. Ach so. Vielleicht wäre das keine blöde Idee. Boah, nicht schon wieder. Ich hab keinen Bock da. Warum? Ja, willst du jetzt auf mich warten, du süßes Ding? Ich würde dich gern vernaschen. Ich hab tierischen Kohlen verfraten. Was? Das heißt, war auch schon einmal in einem sehr besseren Zustand. Ja, wo kommt das die Tür? Hä, wo kommt die Tür? Sind wir gerade durch eine Tür? Ich habe keinen Plan. Na klar, klar. Da war doch voll keine Tür, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Okay, dann Saalencode. Wir brauchen einen Saalencode. Okay. Nee. Ernsthaft? Cat, Dog, Rat. Katze, Hund, Ratte. Und drunter sind die Zahlen. Ja, dann... 3. 3, oder? 3, wo führt die hin? Ah, ich hab's geschnallt. Ich bin ja so doof. Nee. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Aha, 279, ja, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, ne? Ich hoffe, das passt. 279, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? 279, ne? 2. Ne, es passt nicht. Dann mal 7, 8, 6. Ich muss ja letztlich das auf drei raten, oder? 3, 4. 3, 4, 1. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben, oder? Stiftchen und ein Papierchen. So, deine 3, was hat mir 3, 4, 1 haben wir gehabt? 3, 4, 1 war auf dieser Seite. Dann, der Hund hat 2, 2, 5, 2, 5 und 9.
Und der Red hatte 6, 8 und 7. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Ich bin ja auch bescheuert, meine Lieben. Ich bin ja richtig bescheuert. Für was wird wohl die Ratte da rechts oben stehen? 6, 8, 9. Ja. Ratte. Red. 6. 8. 7. Ja. Ach so, ja, ich gebe 6, 8, 9 ein. Ich bin so bescheuert, echt. Ich bin so bescheuert. Ich bin so bescheuert. Es hat gerade nicht richtig gemacht. Es tut mir echt leid, aber gerade hat es. Der Funken wollte nicht überspringen. Okay, da brennt er jetzt. Wow, ja, nein, ja, nein. Nice. Nice, Bullshit, nice. Okay. Eine Tür schließt sich, eine andere Tür öffnet sich. Sehr schön, ja, wir gehen. Mäuschen, komm. Hä? Mäuschen. Ja. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfalten hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Okay, ja. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, okay, das ist ein kranker Text. Mach, dass es sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf das wir allen Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Du, vor allem anderen, solltest wissen, dass es nicht in ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Ja. Schönes Bettgebet, würde ich mal sagen. Das würde ich mir von meiner Frau auch wünschen, ja. Ganz im Ernst. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ja. Nein. Hallo. Bodenkrabbler fallen im Boden, verzehren meine Fuß, Angst zu laufen. Das ist eine gute Frage, Peter. Tatsächlich handelt es sich um ein sehr weit verbreitetes Irrglauben, um einen sehr weit verbreiteten Irrglauben. Manche Menschen denken, es ginge nur darum, halt einmal, Farbe auf einer Leinwand zu verteilen. Aber sie liegen falsch. Ich glaube, dass jedes Teil bereits im Geiste des Künstlers existieren muss, bevor auch nur der erste Pinselstrich getan wird. Beim Prozess an sich. Was ist da im Hintergrund? Ja, lass mich mal lesen, bitte. Beim Prozess an sich geht es darum, diesen vorher gedachten Schritt zu folgen, als bloß nur mit seinem Pinsel durchzudrehen. Ich persönlich habe das immer als ein Ritual empfohlen. Ein Ritual klingt ominös. Nicht unbedingt, wobei ich zugebe, dass es ein gewisses Risiko birgt. Um etwas zu schaffen, muss der Künstler sich erst selbst zerlegen. Natürlich nur bild. Ach, ich kann mich nicht konzentrieren im Hintergrund. Natürlich nur bildlich gesprochen. Wenn dies dem Künstler gelingt, werden das, was die meisten Menschen bloß als sein Handwerkszeug ansehen, die Hilfsmittel zu seinem Aufstieg.
Heilige Artefakte, so weit würde ich nicht gehen. Kunst ist oft recht bewunderswert, doch der Prozess dahinter ist selten. Okay, man kann sich bei solchen Geräuschen im Hintergrund, da kann man sich echt schwer konzentrieren, es tut mir echt leid. Ja, ich... Das Spiel wird echt immer geiler, ich kann mir nicht helfen, aber... Ich bin voll der Fan von so... Von sowas, ne? Ja, okay, die Tür... ich glaube, wir haben nachher was falsch gemacht. Ja, mach mal auf. Ja, wir haben da gerade echt was falsch gemacht. Wir haben unserem lieben Geist, oder was auch immer das ist, dem Spaß genommen. Okay, wir sollten vielleicht durchgehen, ohne stehen zu bleiben. Nee, das geht aber nicht. Kann ich nicht machen. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Es sieht wieder sehr unordentlich aus. Und. Kommen wir rein. Wir räumen da mal ein bisschen die Hölzer auf die Seite und richten den Tisch ein bisschen auf. Nee. Das hätte ich jetzt echt getan, wenn es ginge. Also. Ich bin ja ein sehr hilfsbereiter Mensch. Hi! Du musst der berühmte Künstler sein, von dem ich schon so viel gelesen habe. Freut mich. Mein Name ist. Das geht dich nichts an. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit vollgeschüttet. Ich musste sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen sollte, außer, dass du professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuschend der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Ja. Wow, nein. Nein. Fucking Mutt won't shut up. I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Okay, ist das dieser Künstler, oder? Ich vermute mal, dass das der Künstler sein muss. Ich habe ihn. Hä? What the fuck? Ja, alles klar. Wir haben wohl scheinbar etwas nicht richtig gemacht. Aber was? Die Frage ist, was haben wir jetzt? Okay. Da hat mal jemand die ganzen Gemälde rausgerissen, weil die ja so schön waren. Ne, Texturfehler. Da ist ein Texturenfehler. Das kann nicht sein. Nee.
Okay, das war der Brief da, oder? Was war der Brief? Ja, das war der Brief von vorhin. Okay, kann ich nur die Kiste aufmachen? Danke. Okay, da war das drinnen, hä? Der Raum ist schon wieder ein bisschen anders geworden. Ja. Dann gehen wir einfach mal hinaus. Ja, die Ratten. Hi, fresst mich bei lebendigem Leib, während ich schlafe. So, wo lang? Wo müssen wir lang? Ich gehe jetzt einfach immer geradeaus. Immer geradeaus. Leinwandkrabbler. Masse pulsierende Fell wie Gift zu malen. Feuer, letzter Ausweg. Okay. Boah, ich dachte gerade, da steht jemand. Ich bin schon Nein. Ich will jetzt kein Buch lesen, aber danke. Ciao. Is it all worth it? Ist es das alles wert? Ja, ich weiß nicht. Erstmal Licht anschalten, bevor wir da. Darf ich das bitte lesen? Danke. Hallo, lass mich anklicken. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es zu sagen müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. Ed, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rücktritts geworden. Du kannst mich mal einschalten. Das ist mal ein geiles Gemälde, Alter. Ich will das haben. Ich will das zu Hause bei mir. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Okay. Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh Ja. God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Das ist Daddy's Medizin. Okay. Wir haben eine Kurbel gefunden. Yeah. Normal wäre das ja ein Erfolg wert. Kommt schon. Okay, da ist sicher auch kein Raum. Nee, nicht mal. Ha, ha. Okay. Nee, sorry, es tut mir leid, ich wollte dich nicht auslachen. Komm. Nee. Don't look back, nicht zurück. Don't look back. Sollen wir zurückschauen? Wir schauen einfach mal. Ah! Verdammt! Geil. Leute, ich wusste, das war eindeutig, dass hinter mir was ist. Verdammte Scheiße. Aber das war nicht schlecht. Das war nicht so schlecht, nein, dann. Ja, also das war wirklich, also. Ihr hättet wahrscheinlich wohl gleich reagiert. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr, ob ihr gleich reagiert hättet oder wie ich. Aber das war ja mal. Meinst du ernst? Da hätte sich jeder umgedreht und erschrocken, oder? Oder bin ich. Ich weiß es nicht. Gib mir einen Strick, ich hang mich. Ja, geil. Ja. Halt dein Maul. Bevor wir jetzt diese Kette da benutzen, müssen wir wahrscheinlich eh. Ja. Na dann.
Okay, wir foltern da irgendjemanden. Na, war's schön? Hat es dir Spaß gemacht? Ich hätte das gerne gesehen, was da. Okay. Die Kette ist mit dem Türmechanismus verbunden und irgendein Vollidiot wurde gerade. Ah, that's a little bit pain goes a long way. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ja, okay, das erklärt. Das erklärt die Kette und das Geschrei und ja. So, die Tür geht blutig aufzumachen. Ich dachte, das war jetzt nur eine Attrappe. Ja, liebe Freunde, wenn man das Spiel echt öfter spielt, dann wird man meiner Meinung nach ein bisschen komplex. Ein bisschen blam im Schädel. Und ja. Komm schon, meine Süße. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Okay, da ist ja nichts. Haha. There is nothing. What? Okay, wir sehen uns jetzt mal ein bisschen um. Wir kommen da wieder raus. Okay, der. Nee. Ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann. Na, kleiner. Ja, klar. Ernsthaft. Nein. Nein, nicht mehr der Aufzug. Der ist aber süß. Der sieht süß aus. So, liebe Freunde. Das Video hat schon wieder die richtige Länge erreicht. Oder sagen wir mal, es ist etwas länger geworden als geplant. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt aufhören, obwohl ich gerade voll im Fieber drin bin. Ich will das alles noch erkunden. Da, ein Köstchen. Hi, na, lass mich mal unter einen Rock sehen. Unter einen Rockzipfel. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Mhm. Genau. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt. Ich werde natürlich gleich wieder weiterschneiden und weiter aufnehmen für euch, weil ich gerade richtig im Fieber bin. Also, das Spiel, das macht echt Laune. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Gebt mir vielleicht einen Kommentar, ein Like, einen Daumen, irgendwas. Abonniert meinen Channel, natürlich kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao!